Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute gibt es mal einen Erfahrungsbericht zu Nexo. Viel Spaß beim Schauen. Wir haben uns im letzten Video die Crypto.com Börse angeschaut. Heute schauen wir uns mal Nexo an. Auch hier bin ich schon länger unterwegs, kann also dementsprechend aus sehr vielen Erfahrungen sprechen und möchte das heute mit dir teilen. Vorneweg, das Video ist nicht gesponsert. Das sage ich absichtlich, weil ich doch sehr viel sehr positiv finde. Falls du das Ganze ausprobieren möchtest, findest du selbstverständlich unten in der Videobeschreibung alle Links. Falls du dich anmeldest über den Link, erhalten wir beide $25 in Form von Bitcoin. Selbstverständlich ist es aber weder eine Anlageberatung noch eine Anmeldeberatung noch sonst irgendwas und du musst immer noch selbst entscheiden, wie du hier vorgehen möchtest. Ich möchte das Video auch möglichst kurz halten, denn man könnte natürlich auch hingehen und den Rahmen sprengen. Das möchten wir jetzt natürlich nicht tun. Dementsprechend, wenn es Fragen gibt, Probleme gibt, einfach gerne unten melden. Dann versuche ich dir, soweit es geht, zu helfen. Du siehst hier schon mal den Ausschnitt der App. Da werden wir öfters drauf zurückkommen und wir fangen hier mit diesem Boni-System an, beziehungsweise mit dem Status, den du erreichen kannst. Hier Platinum, der beste Status. Hierfür brauchst du 10% oder mehr an Nexo in deinem Portfolio. Und das finde ich persönlich sehr fair, weil 10% bei 10 Euro ist einfacher zu erreichen als bei 1000 Euro. Und somit kannst du selbst entscheiden, wie du hier das Ganze handhaben möchtest. Es gibt auch noch Gold, Silber und Basic. Ja, kann man auch nutzen, sind auch nicht schlecht. Aber bei Platinum bekommst du die besten Konditionen zu einem verhältnismäßig guten Preis und dementsprechend möchte ich die anderen heute gar nicht größer beleuchten. Es gibt sehr viele Funktionen und die Basics finden wir hier. Du kannst selbstverständlich Kryptowährungen kaufen, halten und auch verkaufen und im besten Fall bekommst du beim Kaufen, aber auch Verkaufen 0,5% in Cashback, was deine Kauf- und Verkaufgebühren doch drastisch senken lässt. Nicht nur das, auch die Earn-Geschichte, wo wir zum zweiten Punkt kommen, sehr lukrativ, die Gebühren auch nochmal deutlich senkt, dazu aber gleich mehr. Du hast auch noch eine Exchange, wo du kostenlos Kryptowährungen in Kryptowährungen tauschen kannst, auch sehr praktisch und dann den Bereich Kredite. Einen Kredit an sich kann ich niemandem empfehlen und schon gar nicht für Kryptowährungen, dementsprechend im besten Fall die Finger von lassen, denn es kann sehr schnell in die Hose gehen. Und dann wohl das Beste und Interessanteste für die meisten, die Karte. Bei der Karte handelt es sich wie immer um eine Debit-Kreditkarte, wobei sie eine Funktionalität einer echten Karte hat, also einer echten Kreditkarte. Dazu gleich mehr. Du bekommst bis zu 2% Cashback in Nexo oder bis zu 0,5% in Bitcoin. Kannst du dir selbst entscheiden. Ich persönlich würde natürlich die 2% in Nexo nutzen, weil so meine Nexos im Portfolio steigen, ich mehr Nexo habe und somit nicht von meinem Platinum runterrutsche, falls ich mal mehr Kryptowährungen habe. Auch nutzbar mit Apple Pay, Google Pay, PayPal und wo du die Karte eben nicht reinpacken möchtest. Sehr einfach, sehr simpel, sehr zuverlässig. Und dann kommen wir zu der Funktionsweise. Du siehst in der App hier oben den Kredithub. Der Kredithub ist ein Zusammenspiel aus deinen Kryptowährungen und allem, was du in deinem Portfolio hast. Je mehr Kryptowährungen du hast, desto höher ist dein Kredithub, desto mehr Geld kannst du ausgeben, ohne es auszugeben. Klingt kompliziert, ist es nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel im Kredithub 100 Euro zur Verfügung hast, gehst du in den nächsten Laden, kaufst du was für 50 Euro, dann werden zwar deine 50 Euro in diesem Kredithub abgezogen, aber noch nicht beglichen. Das heißt, dieser Betrag steht offen. Wenn das Geschäft dann also irgendwann diesen vorgemerkten Umsatz gebucht hat, dann kannst du in diesen Kredithub reingehen und sagen, okay, ich möchte meinen in Anführungszeichen offenen Kredit, der dich sowieso bei Platinum nichts kostet, begleichen. Und dann kannst du aussuchen, möchtest du es mit einer Kryptowährung begleichen, möchtest du es vielleicht mit einem Stablecoin begleichen oder doch lieber mit Fiat-Geld. Du wählst es aus, begleichst das Ganze und dein Kredithub springt wieder auf den vollen Rahmen. Du hast also eine Art echter Kreditkarte ohne irgendwelche Nachteile und kannst Geld ausgeben, ohne deine Kreditkarte, weil es ja im Endeffekt eine Debit-Kreditkarte ist, aufzuladen. Es gibt aber auch eine echte Debit-Kreditkarte, da gibt es leider aktuell aber kein Cashback drauf. Kommen wir nun zu dem wohl besten Produkt nach der Karte und zwar geht es hier um die Earn-Geschichte. Warum ist das Ganze so gut und wieso sollte man das Ganze mitnehmen? Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, du siehst auch nochmal hier die verschiedenen Statusmöglichkeiten, die es eben gibt. Die sind alle okay, aber wir möchten heute, um das Video nicht zu sprengen, mit Platinum anfangen. Du siehst, Stablecoins, darunter fällt auch Fiat-Geld, gibt es bis zu 16% und das ist doch ein Haufen Geld. Wir schauen uns mal kurz an, wie das Ganze funktioniert. Du siehst es und was für mich eigentlich das einzig Interessante ist, bis auf eine Ausnahme, dazu kommen wir gleich zu sprechen, ist dieser flexible Term. Und zwar
bekommst du hier 11%. Was heißt das für dich? Du bekommst 11% pro Jahr an Zinsen für USDT. Das heißt wiederum, ohne dass du irgendwas machen musst, irgendwas staken musst, irgendwo irgendwas beachten musst, die Kryptowährung, beziehungsweise jetzt hier der Stablecoin USDT, liegt in deinem Portfolio und du bekommst jeden Morgen eine Nachricht, beziehungsweise in der App eine Benachrichtigung, du hast heute so viel und so viel an USDT als Zinsen gutgeschrieben bekommen. Und das, ohne dass du was dafür tun musst und im Endeffekt auch kein Risiko trägst. Wenn du hingehst und sagst, okay, ich hätte gerne aber noch mehr von dem Kuchen, dann kannst du das in einen fixen Terminplan einpacken. Zum Beispiel 3 Monate, es gibt aber auch 6 Monate oder 12 Monate und dann bekommst du nochmal 3%. Somit wären wir schon bei 14%. Und wenn du noch immer nicht genug bekommst, kannst du dir das Ganze in Nexo auszahlen lassen, dann bekommst du nochmal 2% und dann bist du insgesamt bei 16%, was du dann auch täglich ausgezahlt bekommst, aber natürlich nur den Bruchteil, den du halt aufs Jahr mit den 16% bekommst. Das gleiche gilt auch für den Euro. Wenn du es nicht irgendwo reinpackst, 7%, hoppala. Wenn du dann aber hingehst und sagst, ich möchte das in irgendeinen fixen Termin reinpacken, hier 3 oder 12 Monate, gibt es eben bis zu 6% mehr und dann insgesamt eben bis zu 15%. Ist definitiv eine coole Sache. Ich nutze aber überall nur diese flexible Möglichkeit, weil ich mein Geld nicht irgendwo einstaken möchte, wo ich dann vielleicht irgendwann ohne wieder rauskomme, weil warum auch immer zum Beispiel Nexo pleite gegangen ist. Das Risiko haben wir immer, wir haben es bei FTX gesehen und es wird wahrscheinlich noch früher oder später die ein oder andere Börse folgen. Aber eine Ausnahme, wo ich das in einen fixen Termin eingepackt habe und da ist die Rede vom Nexo Token. Du siehst im flexiblen Bereich 4%, auch nicht schlecht, aber im terminierten bekommst du eben bis zu 8% zusätzlich und somit bekommst du bis zu 12% pro Jahr. Und das, finde ich, ist eine schöne Sache, weil der Nexo Token ist nichts wert, wenn Nexo pleite geht. Das heißt, ich lasse ihn da drin, ich lasse ihn arbeiten, je mehr, desto besser. Je besser, desto mehr habe ich dann am Ende des Tages in meinem Portfolio, desto stabiler ist mein Platinum-Rang und dann kann ich vielleicht auch in einem High ein paar Nexo wieder abstoßen. Nutze ich das Ganze, weil ich sonst den Nexo Token nicht brauche. Die haben keine DeFi-Chain, wo ich den irgendwo einpacken könnte. Ich brauche den auch nicht auf meinen Ledger packen, weil, wie gesagt, wenn Nexo in den Arsch geht, dann ist der Token auch nichts mehr wert und dementsprechend soll er hier fleißig das Geld vermehren und alles andere läuft auf. Die Auszahlungen, wenn du dann eben irgendwann mal genug Geld gesammelt hast, funktionieren blitzschnell. Innerhalb von 2-3 Minuten hast du das Geld auf deinem Konto. Du hast auch mindestens eine Auszahlung pro Monat an Kryptowährungen kostenlos. Manchmal gibt es Angebote, da hast du dann mal 2x3 Auszahlungen pro Monat und dann gibt es wiederum aber auch Möglichkeiten, das aufzusparen. Dann hast du bis zu 5-mal im Monat Auszahlungen kostenlos. Also es kommt immer je nachdem drauf an, aber die Auszahlungen sind meistens entweder günstig oder sogar kostenlos, was mir natürlich sehr gefällt, gerade wenn du das an den Ledger verschicken möchtest oder auch den Alliple Titan oder vielleicht auch die Tangem Wallet, aber dazu gibt es ja schon reichlich Videos meinerseits. Um also zum Fazit zu kommen, mir persönlich gefällt Nexo wirklich gut. Das hast du wahrscheinlich schon rausgehört und dementsprechend nutze ich Nexo als Hauptbörse. Aus dem Grund, weil sie preis-leistungstechnisch sehr gut dastehen, du überall sehr gutes Cashback bekommst, Earn bekommst, die Karte gut funktioniert, du sie ganz normal in Apple Pay, Google Pay reinpacken kannst. Dieser Kreditrahmen gefällt mir, weil du was bezahlen kannst, ohne sozusagen darauf zu achten, habe ich jetzt auf der Karte genug Geld, passt das alles und so weiter, sondern du weißt, okay, ich habe meine paar Kryptowährungen hier rumliegen, die passen, ich weiß, dass mein Kreditrahmen zum Beispiel bei 300 Euro ist und bis 300 Euro kann ich dann entspannt einkaufen gehen und wenn du dir unsicher bist, schaust du halt mal in die App hinein. Du siehst auch sehr übersichtlich, wie viel hast du schon verdient, du siehst auch, wie viel du pro Tag von was bekommst, dementsprechend wirklich eine sehr schöne Sache. Du kannst auch mit Apple Pay das aufladen, du kannst Überweisungen tätigen, also es funktioniert wirklich alles tipptopp, sehr schnell, sehr reibungslos, sehr problemlos und dementsprechend nutze ich für mich Nexo wirklich sehr gerne und kann das auch wirklich jedem nur wärmstens empfehlen. Solltest du anderer Meinung sein oder schlechte Erfahrungen gesammelt haben, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, dann können wir da gerne drüber diskutieren. Ansonsten sehen wir uns selbstverständlich zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer.